Grüß Gott. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zum dritten Teil der Bücherregaltour. Heute gibt es, ja, wie schon erwähnt, den dritten Teil. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und wir haben ja noch, weil wir haben ja noch viele Bücher, einige Teile vor euch. Und jetzt viel Spaß. Ich würde mich natürlich wie immer sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und die Glocke drückt, um keinen weiteren Videos mehr zu verpassen. So, weiter geht es in der nächsten Reihe mit der Sekte von Mariette Lindstein. Das gehört ebenfalls meinem Freund und der hat das schon gelesen, deswegen ist es im Gelesen-Regal. Aber ich habe es noch nicht gelesen und ich möchte dies tun, deswegen wird es wohl wahrscheinlich bald rauswandern in mein Superregal. Ja, die Faszination, was passiert, wenn charismatische Männer einem Sachen versprechen und man sich in einen Strudel von Intrigen begibt, wahrscheinlich. Das stelle ich mir so vor. Aber unter der Sekte kann sich ja jeder vorstellen, wie das ist. Hier ist 1, 2 und 3. Janet Ivanovich, aller guten Dinge sind 4. Hier sind einige. Die sind uralt. Das ist der vierte Teil, glaube ich, der Stephanie Plum-Reihe. Grottenhässliches Cover. Aber diese Reihe passt covermäßig überhaupt nicht zusammen. Hier kommen noch mehr. Das ist eins der ganz alten Cover. Und vor allem, das ist Goldman Verlag. Danach hüpfen wir zum Manhattan Verlag. Also es ist Janet Ivanovich, Tödliche Versuchung. Ebenfalls ein Stephanie Plum-Roman. Ebenfalls grottenhässliches Cover. Was will man machen? Dann haben wir hier David Safier. Mises Karma und David Safier. Jesus liebt mich. Hat mir damals sehr gut gefallen. Ich habe da leider gar nicht mehr weitergemacht mit seinen Büchern. Muss ich vielleicht mal wieder machen. Die sind sehr unterhaltsam und natürlich da auch sehr, ja, so eine Art Aha-Effekt, ne? Was passiert, wenn ich was mache? Und ja, was Mises Karma ist, wissen wir ja alle, aber wir glauben ja nicht richtig dran. Aber vielleicht muss man das Karma-Konto doch mal ab und zu auffüllen. So, und hier haben wir einen weiteren. Stephanie Plum, Kusswechsel. Oh, furchtbare Titel. Janet Ivanovich, dieses Cover schaut aber schon wesentlich hübscher aus, ist immer noch vom Goldman Verlag. Ich weiß nicht, warum man die Reihe nicht weiter übernommen hat wie im Deutschen, weil die fängt an, one for the money, two for the show, three to get deadly, irgendwie, also sie haben immer was mit der Zahl fortlaufend zu tun. Im Deutschen beginnt es sehr gut mit 1, 2, 3 und du bist frei und so weiter. Aber es hört dann auf. Und Kusswechsel ist ja, furchtbar. Geht dann auch weiter mit furchtbaren Titeln. Michael Endes, Momo, ein Klassiker. Ja, darf hier nicht fehlen. Darf hier auch nicht mehr ausziehen. Kennt man. Kennt man hoffentlich. Oh Gott. Ich gehe mal davon aus, dass man Michael Endes, Momo kennt. Das Beste zum Kuss. Super Titel. Ja, da wurden sie auch größer. Ja, man sieht schon, diese broschierten Ausgaben sind ganz, ganz gut, weil da ist ein Hamster dabei. In der Geschichte kommt auch immer ein Hamster, weil unsere Stephanie Plum, die hat einen Hamster. Und obwohl die Serie schon, keine Ahnung, 20 Jahre dauert, lebt der Hamster immer noch. Das ist ein Wunderhamster. Fand ich aber sehr passend. Und ja, haben sie aber auch nicht beibehalten, haben sie wieder geändert. So soll es sein. Vom anderen Ende der Welt. Dieser Roman wird bald bei mir ausziehen von Liv Winterberg. Habe ich abgebrochen. Ja, weil man begibt sich hier auf eine Reise,
per Schiff, weil es damals eben nicht anders ging. Wir sind hier im Jahre, im späten 18. Jahrhundert. Ja, war mir zu langweilig, war mir zu eintönig. Und das wird jetzt in die Bücherzelle wandern, weil es mich einfach nicht abgeholt hat, leider. Das Cover gefällt mir aber immer noch gut. Jostein Gaarder, das Orangenmädchen. Ich liebe Jostein Gaarder. Das ist der Autor von Sophies Welt. Ich liebe ja seinen Schreibstil. Ich liebe die Art, das Genre. Diese Philosophiegeschichten mag ich sehr gerne. Manchmal etwas verwirrend, aber doch finde ich recht einfach zu lesen, weil man, also es sind Kinderbücher, darf man nicht vergessen. Und er schreibt wirklich sehr melodisch und ich mag seine Bücher sehr gerne. Das muss ich mal wieder rereaden, habe ich festgestellt, denn ich weiß gar nicht mehr so richtig, um was es da ging. Herz aus Dornen, das Geheimnis von Cole Manner von Anna Greenville ist eins meiner schönsten Cover mit. Aber das ist aus dem Drachenmond Verlag. Ich habe vom Drachenmond noch kein hässliches Cover gesehen, von daher. Hierbei geht es um ein Mädchen, das selbst Love genannt werden möchte und sie wird von dem Besitzer von Cole Manor aus dem Gefängnis geholt, weil der seine Frau wieder haben möchte und ihr wird nachgesagt, dass sie eben seherische Fähigkeiten habe und dass sie zwar ein bisschen verrückt sei, aber ja, und entscheidend war natürlich für mich London 1879. Ja, das Ende war sehr überraschend, weil ich dachte mir, naja, das wird ein Liebesroman sondergleichen. Nicht, also ja, aber das Ende war schon, da habe ich jetzt so nicht mit gerechnet. Deswegen nicht nur außen hui, sondern auch innen hui hui. So, das nächste leuchtet und glitzert. Neil Schustermans Style, die Hüter des Todes. Das ist der erste Band. Hier befinden wir uns natürlich in der Zukunft und da sterben die Menschen nicht mehr von alleine. Man kann sich resetten lassen, jünger machen lassen. Es gibt keine Krankheiten mehr. Wir haben ja im Blut so selbstheilende Antikörperchen, nenne ich es jetzt mal. Und ja, wir sterben nicht. Also wir können uns auch von Hochhäusern schmeißen. Wir sterben nicht. Wir kommen sofort in ein Reha-Zentrum und werden wiederbelebt. Das Einzige, wo wir sterben könnten, ist, wenn wir verbrannt werden, weil dann kann man nichts mehr retten von der DNA. Aber so weit nur so ein Funken Fleisches übrig bleibt, können wir wieder wie ein Puzzle zusammengesetzt werden. Und es gibt eben sogenannte Zeiss und diese werden ausgebildet, um eben Menschen nachzulesen jedes Jahr, weil sonst passt ja, die natürliche, wir werden ja immer mehr und wir müssen ja sterben und es gibt eben Zeiss und die holen sich halt die Leute per Zufall oder per Recherche. Es gibt solche und solche. Und dieses Buch hat mir unheimlich gut gefallen. Da muss ich jetzt gleich bald weiterlesen. Ich möchte eigentlich diese Ausgaben noch haben, aber ich glaube, die werde ich höchstens mit viel Glück bei Rebuy mal finden, weil mittlerweile gibt es ja, die anderen mit grün und rot und hässlich und hast du nicht gesehen, das gefällt mir nicht so gut. Aber das hat mich überzeugt und ich werde mir auch weiterhin von Neil Schusterman Bücher anschauen. Und das letzte, komm du auch her, obwohl du schon da bist. Lisa Raven, wohin du auch gehst. Bad Romeo und Broken Juliet. Ich habe das beide, also ich habe beide auf Englisch gelesen. Ich habe das nur nachgekauft, weil mir das Cover im Englischen nicht so gut gefallen hat wie das Deutsche. Das deutsche Cover ist wirklich sehr hübsch. Das
Der zweite Teil ist auch so gehalten, nur mit Blau. Und es steht jetzt eben auch mit dem Cover nach vorne, damit man es schön sehen kann. Hierbei geht es um Theater, Schauspieler in der Akademie quasi. Es sind sie noch jung, beide, und haben Techtelmechtel miteinander. Und jeder findet, dass die beiden so gut Romeo und Julia zusammenspielen können. Und ja, ein Drama folgt dem nächsten. Und wir dürfen dabei sein, was passiert ist. Fand ich damals ganz gut, wie gesagt, habe ich auf Englisch gelesen, steht hier nur, weil es so hübsch ist. So, und während hier nur noch diese beiden stehen, nehme ich sie von unten, weil hier und weiter unten gibt es noch keine Bücher mehr. Von E. Lockhart, Solange wir lügen. Das deutsche Cover, naja, ist auch nichts besser als das englische. Dieses Buch hat mich so überrascht. Ich habe es gelesen. Es ist ein Jugendthriller. Also ich hätte dieses Buch beinahe abgebrochen, weil es mir so langatmig vorkam. Und da war ich aber zu diesem Zeitpunkt eben im Schwimmbad und hatte nichts zu lesen. Und der Tag war noch jung und da habe ich mir gedacht, gut, ziehst du es jetzt mal durch. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hoppala, was passiert hier? Und das Ende hat mich weggeflasht. Deswegen ist es auch noch hier. Und ich kann jedem auch nur dieses Buch empfehlen, sich da durchzuquälen bis zum Ende. Denn ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mir gedacht, was habe ich denn jetzt verpasst? Also dieses Buch hat mich einfach weggeflasht. Zumindest das Ende. So. Und eins meiner Schönheiten auch, steht auch eben mit dem Cover. Nach vorne ist die Staubchroniken von Lynn Rina. Da geht es um Element Crump und sie, ja, wir sind ja auch in England, 1890. So, mehr musste ich auch nicht. Das ist so ein Coverkauf. Ich habe das gesehen. Ich habe hinten drauf gelesen, 1890, England, gekauft. Und ja, es hat auch seine Längen und ja, aber es ist eins meiner Lieblings-Wohlfühlbücher. Animant Crump ist eine so nette Person, denn sie, ja, sie widersetzt sich allem, was eben 1890 so vorgegeben ist, ne? Heirate, bekomme Babys und sei eine liebe und nette Ehefrau, da hat sie halt mal überhaupt keine Lust drauf. Und sie liebt halt Bücher. Sie verschanzt sich, wo es nur geht und wann es nur geht, mit ihren Büchern irgendwo und liest und liest und liest. Und ihr Onkel verschafft ihr eine Stelle in einer Bibliothek. Und dort lernt sie den düsteren, geheimnisvollen Bibliothekar kennen. Edmund Crumbs Staubchroniken ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ohne spektakulär jetzt zu sein, es ist einfach ja, ein Wohlfühlbuch, das niemals ausziehen wird. So, das nächste Buch in der neuen Reihe des Bücherregals ist Rubinrot. Liebe geht durch alle Zeiten von Kerstin Gier. Das ist der erste Teil der Edelstein-Trilogie. Wer es noch nicht kennt, mal kurz zusammengefasst. Hierbei geht es um Gideon und um Gwendolyn. Und Gwen kommt aus einer Familie, die das Zeitreisegen in sich trägt, das aber diverse Generationen überspringt. Und sie hätte es eigentlich gar nicht treffen sollen, sondern ihre Cousine. Und die wurde auch darauf vorbereitet und alles, ja, Pustekuchen. Und jetzt hat sie getroffen. Und sie springt halt so ein bisschen in der Zeit umher und erlebt dabei schöne Abenteuer. Ja, wie gesagt, die Reihe ist ja schon ziemlich bekannt, wurde ja auch verfilmt. Ich habe die Filme nicht gesehen, fand ich damals sehr, sehr schön zu lesen. Ich mochte eigentlich die Charaktere ziemlich gern, aber ich bin ja ein sehr großer Fan von Kerstin Giers Büchern. Von daher, ja, ein schöner. Und ich mag Zeitreiseromane generell. Ich habe diese Lampe hier, die habe ich mal wieder gefunden irgendwo in irgendwelchen. So. Dann haben wir hier, oh,
Kuss, Pokus, Liebe mich von Amy Allward. Oh, Moment. Das ist ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Das, warte, ich schieb mal hier das, die Kerstin hier auf die Seite. Es ist so cool. Wir befinden uns hier in einer Art, ja, es ist schon so eine Märchenwelt, kann man sagen. Und die Prinzessin Nova, die hat einen Liebeszauber gebraut für ihren Liebsten und ja, nimmt den aus Versehen selbst und verliebt sich prompt in ihr Spiegelbild. Und ja, da das ja so nicht weitergehen kann, muss ein Gegengift her. Und jetzt wird eben ausgerufen im ganzen Land, wer das Gegengift bringt, dem, ja, der kriegt Reichtum und was es halt so gibt in Märchen. Ja, hat mir damals ganz gut gefallen, ist aber so eine, ja, einmal gelesen und fast vergessen Sache. Aber ich finde das Cover auch recht schön. Es gibt wohl einen zweiten Teil, habe ich gesehen. Den habe ich jetzt noch nicht. Wow. Gekauft. Na komm hier. Ma, jetzt ist der Esel runtergefallen. Dann haben wir hier Charleston Girl von Sophie Kinsella. Ich bin ja ein bekennender Fan von Sophie Kinsellas Büchern. So für zwischendrin. Ich habe aber auch schon oft erwähnt, dass ich die englische Originalausgaben viel lieber mag. In diesem Buch geht es um Lara und Lara hat, ja, wie das so ist im Leben, Problemchen mit der Arbeit, mit Freund und allem anderen und könnte ein bisschen Ablenkung gebrauchen in ihrem Leben. Und dann sieht sie plötzlich den Geist ihrer verschollenen Tante oder Großtante aus den 20er Jahren mit Vorliebe für Charleston. Ja, das fand ich damals auch sehr nett. Als nächstes haben wir hier Alexandra Potter, ein Mann wie Mr. Darcy. Hierbei handelt es sich um Name, 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 Emily. Und Emily hat die Schnauze voll von Männern. Sie findet alle etwas seltsam. Sie möchte einen Mann wie Mr. Darcy haben. Aus Stolz und Vorurteil. Und jetzt macht sie sich so ein bisschen auf die Suche. Ich habe das vor Ewigkeiten gelesen. Kann mich jetzt auch gar nicht mehr so ans Ende erinnern. Aber die Bücher von Alexandra Potter, die gefallen mir auch immer ganz gut. Ähnlich wie Sophie Kinsella. Also, ich würde mal leichte Chicklet-Frauenromane dazu sagen. Und ich habe früher ziemlich viel davon gelesen. Mittlerweile eigentlich nur noch Sophie Kinsella. Dann haben wir hier Laurie Nelson Spillman. Morgen kommt ein neuer Himmel. Hier geht es um Brett. Und Brett ist ein junges Mädchen am Anfang des Buches. Sie hat Pläne, Träume, Ziele. Und im Laufe ihres Lebens ist es natürlich anders gekommen als geplant. Und ihre Mutter stirbt und hinterlässt ihr diverse Briefe, die sie daran erinnert, was sie denn früher als Mädchen alles so vorhatte und machen wollte. Und sie hat halt gemerkt, dass ihre Tochter nicht glücklich ist mit dem, was sie macht oder was aus ihr geworden ist und fordert sie daher auf, ihr Leben zu leben und was auszuprobieren und sich ein bisschen neu zu erfinden. Die Bücher von Laurie Nelson Spillman sind ja immer so schon nette Geschichten, aber mit tiefgründigerem Hintergrund. Hat mir damals sehr gut gefallen, weil es auch ein bisschen zeigt, zumal ein bisschen aus sich rauszukommen, aus der Komfortzone. Und ja, manchmal ist es halt ein bisschen der steinigere Weg, aber vielleicht führt es ja doch zum Ziel und man ist glücklicher. Selection von Kira Cass. Das hatte ich ja schon gezeigt bei der weißen Sorte. Das ist der erste Teil der Selection-Reihe. Hierbei geht es ja um eine Brautschau beim König. America ist mittendrin, statt nur dabei und kämpft um die Gunst des Prinzen, mehr oder weniger. Dann eins meiner Lieblingsautorinnen. Adriana Popescu, Ewig um eins. Hierbei geht es um Ben Jasper und Ella. Und sie waren früher beste Freunde. Und es ist wohl irgendwas geschehen. Und jetzt treffen sie sich nach Jahren wieder zu einem Klassentreffen und ergründen so ein bisschen, was alles so passiert ist und warum sie jetzt mehr oder weniger fast keinen Kontakt mehr zueinander haben und was damals alles geschehen ist. Eine sehr schöne Geschichte auch. Hier ist der zweite Teil.
von Kerstin Giers Edelstein-Trilogie. Das ist der zweite Band. Blau, hier geht es weiter mit Gwen und Gideon. So, das war der dritte Teil der Bücherregaltour. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, bleibt gerne noch dran. Ich verlinke euch im Anschluss noch einige Videos. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Abo-Button drückt und die Glocke, um keins der Videos mehr zu verpassen. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Macht's gut, tschüss.